Am Flughafen Frankfurt achtet Zöllnerin Elena Wiegand auf die Einhaltung von Einfuhrverboten. Über Langeweile kann sie sich nicht beklagen. Dabei war der Zoll bei der Berufsentscheidung nur zweite Wahl. Eigentlich wollte ich Polizistin werden mal. Da war ich aber einen halben Zentimeter zu klein für. Und dann hat mir meine Stiefmutter eine Anzeige in der Zeitung bei uns gezeigt, dass hier der Flughafen Frankfurt Zöllner sucht. Und dann sage ich, na Zoll, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, hatte ich vorher gar nicht dran gedacht. Aber fand ich dann auch gut, weil es ist ja irgendwie so ähnlich dann wie Polizei. Und dann habe ich mich beworben und da hat man mich trotz meiner geringen Größe genommen. Und heute bin ich total froh, dass ich beim Zoll gelandet bin. Dieses Paar kommt aus Namibia. Urlaub gemacht? Ja. Alles klar. Kommen Sie gerade noch mal kurz mit rein? Ich wollte noch mal kurz in den Koffer schauen. Aus Namibia bringen die Leute gerne Andenken mit, die in irgendeiner Art und Weise aus pflanzlichem oder tierischem Material hergestellt sind. Das sind viele, viele Schnitzereien, Waren aus Leder. Haben Sie denn was mitgebracht an Souvenirs? Souvenirs, ja. Ja, zum Beispiel? Holztiere geschnitzte, sowas, ja, ja. Ne, das Übliche. Haben Sie das in einem bestimmten Koffer oder ist das alles verteilt? Im grünen. Gut, schauen wir mal. Scheinbar harmlose Urlaubssouvenirs können gemäß dem Washingtoner Artenschutzabkommen unter Naturschutz stehen. Das Ehepaar war mehr als 3 Wochen in dem südafrikanischen Land. Ist das hier? Ja, das ist Giraffe. Holzgiraffe auch, ne? Ja. Auch so etwas kann ein Fall für den Zoll sein. Wenn es ein besonderes Holz ist, es gibt tropische Hölzer, die auch unter Artenschutz stehen. Kamba selten aus Namibia. Und trotzdem guckt man halt, dass es nicht irgendeine ganz besondere Holzart ist. Aber das ist so das, was man regelmäßig hat. Die sehen immer so aus. Das ist, kann man da überall kaufen. Im Souvenirgeschäft, am Strand, am Flughafen, überall gibt's das. Ne? Was haben wir hier noch? Das sind so kleine Mitbringsel, als Geschenk dann vielleicht oder so, ne? Strauß. Typisch für Namibia gibt es immer Sachen mit Strauß. Ausgehöhlte Straußeneier gibt es auch ganz oft. Haben Sie nicht dabei? Nein. Die sind aber auch okay, wenn die aus Namibia kommen. Kann man mitbringen. Aber man muss in der Tat immer ein bisschen aufpassen in Afrika, dass man nichts mitnimmt von irgendwelchen artengeschützten Tieren. Ne? Gibt's da halt auch immer wieder. Mhm. Das haben Sie selber gesammelt? Teilweise selber gesammelt, teilweise gekauft. Ja. Auch die restlichen Mitbringsel im Koffer stehen nicht unter Naturschutz. Jetzt will Elena Wiegand noch einen Blick ins Handgepäck werfen. Ach, komm. Ist auch Duty Free irgendwas eingekauft? Zigaretten, Tabakwaren Nein. oder so? Keine. Das sind auch uns. Foto und Kleidung zu uns. Mhm. Und schöne Fotos gemacht, stimmt. Ja, das sind Fotos. Hat Geist gegeben. Und das sind Preisunterlage. Ja. Und Bücher. Das ist gut. Vom Warenwert her weit unter den 430 Euro. Und auch. Keine Holzart, die nicht eingeführt hätte werden dürfen. Nach einem 10-Stunden-Flug geht es für das Paar endlich nach Hause. Ambiente. Hallo, Ihren Pass bitte, Passport, please. Steht schon Hallo. Ambiente Hallo. Drauf. Yes. Stopp! Yes. Your Passport, please. Yes. Nachdem sie sich Gehör verschafft hat, will Elena Wiegand wissen, was die Reisenden aus Vietnam vorhaben. So, where are you going to? Yes, we're going to Frankfurt Ambient. Ambient to the fair. Yeah. Yeah. Okay, in these boxes you carry any samples with you? Yeah. Yes. Yeah. What kind of samples? Yes, some of samples and our luggage. Do you have an invoice for your samples? Yes, of course, invoice.
Die Reisenden arbeiten als Aussteller auf einer Messe in Frankfurt. Please follow me inside and show me your invoice. Follow me and show me your invoice. Die Leute, die zu einer Messe kommen hier in Deutschland, die haben in der Regel Musterwaren dabei. Irgendwelche Waren, die sie auf der Messe vorführen wollen. Und das sind halt kommerzielle Waren, die angemeldet werden müssen. Und wenn die bei mir im grünen Ausgang sind, dann haben die ja erstmal schon mal was falsch gemacht. Ne? Nur wer nichts zu verzollen hat, wählt den grünen Ausgang. Wer etwas anzumelden hat, muss sich beim roten melden. Ja, yeah, some people the ticket for the fair and invitation. The invoice, yeah, the invoice and the payment for the fair. Mm-hmm. Yes. You also have an invoice for your items, not for the fair, but what for these, items. What kind of items you bring here? Wer gewerbliche Waren aus Nicht-EU-Ländern einführt, muss immer zum Zoll. Ich hätte den roten Ausgang nehmen müssen, um ihre Waren anzumelden. Für diese Anmeldung bräuchten sie in der Regel dann eine Rechnung. Auf der Rechnung steht drauf, was sind das für Waren, wie viele haben die unterschiedliche Qualitäten, wie viel pro Stück, was haben die jetzt ungefähr für einen kommerziellen Wert. All diese Informationen, die kann ich dann bei der Anmeldung aus dieser Rechnung herauslesen. Wenn die bei mir im grünen Ausgang sind, weiß ich das nicht. Und wenn sie keine Rechnung haben, dann muss ich das alles erfragen. Dann frage ich, was ist es für eine Ware, wie viel haben sie dabei, was hat das ungefähr für einen Wert. Das muss ich dann halt alles so erfahren, um zu entscheiden, ob die Waren verzollt werden müssen oder ob sie freigeschrieben werden können. Weil unter bestimmten Bedingungen können Musterwaren freigeschrieben werden. Um das zu entscheiden, kontrolliert Elena Wiegand zunächst die Unterlagen der Aussteller. So, what kind of samples do you have? Baskets? Yes. One each? Always one? Yes, only one. Yeah. But there are some of this and other has been transported by sea. And some we pick up here. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. So how many pieces do you have here? Around about 20. About 20. 20 pieces. Yes. Mm-hmm. This is the estimated value. Yes. Okay. Good. And the samples are inside these boxes. Is there anything else inside besides the baskets? Only the basket. Water hyacinth and bamboo and cigarettes. Yeah. How many cigarettes? Vietnamese. How many? Three kinds. Shanty. Yeah. Where are the cigarettes here or there? Cigarettes. 20. Cigarettes. I think up here. And here, yeah. Inside your suitcases as well? Yes. 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 Okay. Then let's have a look inside your suitcase. Yes, of course. Drei Stangen Zigaretten geben die Reisenden an. Verteilt auf zwei Erwachsene, das wäre eine zu viel. Für Zigaretten gibt es im Reiseverkehr eine Freimenge. Pro Person ab 17 Jahren darf man 200 Stück, das ist in der Regel eine Stange Zigaretten, mitbringen, ohne dass man dafür die anmelden müsste oder Abgaben dafür bezahlen muss. Dasselbe gilt für Tabakwaren, das sind 250 Gramm oder 100 Zigarillos oder auch 50 Zigarren, aber immer nur das eine oder das andere. No cigarettes. You have cigarettes inside? No, there is no cigarette. Yeah. Only the baskets and yes. Some. Yes. Some soup. Yes. For you. Yes. Special in the ambient show. Yes. Good. Keine Zigaretten in diesem Karton. Und auch im nächsten Koffer findet Elena Wiegand nur Kleidung. This is also samples. Yes. And cigarettes. No cigarette. You sure? Yes. Sure. Okay. Then just leave this here. Go with the with this box and your other card. We'll go to the X-ray. Yes. Yes. Please follow me. Yes. Ja, weil ich mir erstmal einen Überblick verschaffe, was da drin ist, damit ich eine ungefähre Vorstellung habe, bevor ich da jeden Karton extra aufreiße, wenn da nichts Auffälliges ist. Kommen Sie erstmal mit. Please follow me. You can leave this there. We will come back. Just follow me with your cards. Die Suche nach den Zigaretten geht in die nächste Runde. Doch auch das Röntgengerät bringt keine neuen Erkenntnisse. Oh, Broschüren, Laptop.
und noch mehr von den Körben, die wir eben. Aber noch immer keine Zigaretten. So, where are the cigarettes? There are no cigarettes. You told me that there are cigarettes. Three boxes. Three boxes. Three boxes. Go to line. No, no, no. No? No. No. Then it was a misunderstanding. Also, keine Ahnung, was sie vorher gesagt hat. Meiner Meinung nach hat sie gesagt, dass sie Zigaretten dabei hat. Aber es waren ja keine da. Also insofern muss es ein Missverständnis gewesen sein. Sie wird was anderes gemeint haben. Auch im nächsten Koffer finden die Zöllner keine Tabakwaren. Was ist das? Flavor. Was? Elena Wiegand glaubt den beiden, dass es sich bei den Körben nur um Warenmuster für die Messe handelt. Sie dürfen die Körbe steuerfrei einführen. Wie die Reisenden aus Vietnam es das nächste Mal besser machen, erklärt ihnen die Zöllnerin. So, if you bring these kind of samples, make sure next time that you prepare an invoice. Yes, you write down all the items that you bring, how many pieces, that there are different ones, different quality. Yes. And then you have to use the red exit, because you have goods to declare. Yes, these are commercial items. Yes. Okay. For the next time, we will prepare for it. Maybe we expected that our paper is okay, but maybe for separate samples, we have to prepare the items. The samples that you bring, Sonst müssen sie bei der nächsten Einreise mit einer Strafe rechnen. Denn für gewerbliche Waren gibt es keine Steuerfreimengen.